Frau Präsidentin, ein an sich wichtiges Thema, aber meine Damen und Herren, man muss das Thema sachlich diskutieren. Und dem, verehrter Herr Kollege Lenkert, sind Sie im Moment überhaupt gar nicht gerecht geworden. Und leider, wie gesagt, das Thema ist durchaus ernsthaft zu diskutieren, leider zieht sich das durch die gesamte Beratung. Und das mutet ja geradezu grotesk an, wenn man sich mal die Berichterstattung zu diesem Beratungspunkt durchliest und dann auf eine Passage stößt, ich zitiere die, und zwar geht es darum, warum die Linke diesen Antrag gestellt hat. Und als Motivation haben Sie selber in der Beratung angegeben, im Ergebnis erhoffe man sich von dem Antrag die Herstellung einer größeren Öffentlichkeit. Dagegen ist nichts einzuwenden. Und dann geht es weiter, sodass amerikanische Anwaltskanzleien im Falle eines gravierenden Unfalls die Möglichkeit hätten und so weiter. Also Sie wollen im Grunde genommen amerikanischen Großkanzleien in die Hände spielen. Und das ist ehrlich gesagt schäbig. Sie haben es auch selber gesagt. Meine Damen und Herren, anders als der Kollege Lenkert das hier dargestellt hat. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Lenkert? Wir wollen das jetzt hier mal sachlich abrunden und deswegen gestatte ich die Zwischenfrage nicht. Man muss zur Gefährlichkeit des Kältemittels R1234YF1 wissen. Es ist nicht vollkommen unbedenklich. Die Bundesregierung hat auf eine kleine Anfrage der Grünen wie folgt geantwortet. Und deswegen nehmen wir auch wir das Thema sehr ernst. Ich zitiere, auf Basis von Untersuchungsergebnissen und Veröffentlichungen kann der Einsatz von R1234YF mit einem größeren Risiko verbunden sein als der Einsatz von R134a. Hierfür ursächlich sind die stofflichen Eigenschaften von R1234YF, Klammer auf Zündfähigkeit. Dennoch liegen keine hinreichenden Nachweise vor, die den Verdacht auf das Eintreten einer ernsten Gefahr im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes so weit erhärten, dass unmittelbar eingreifende Maßnahmen nach diesem Ergebnis angezeigt wären. Meine Damen und Herren, der Kollege Lenkert hat auch eben eines richtigerweise gesagt. Wir haben heute auf bundesdeutschen Straßen bereits rund 750.000 Fahrzeuge mit dem neuen Kältemittel unterwegs. Und davon ist bedauerlicherweise bestimmt das eine oder andere bereits verunfallt, ohne dass im Übrigen die von Ihnen behaupteten Schäden eingetreten sind. Weltweit fahren über 10 Millionen Fahrzeuge mit dem neuen Kältemittel. Und bei der öffentlichen Diskussion, die im Übrigen nicht nur in diesem Land stattfindet, sondern weltweit stattfindet, wäre eines mit absoluter Sicherheit eingetreten. Es wäre zu einem von Ihnen an die Wand gemalten Horrorszenario gekommen und wir hätten die große Diskussion weltumspannend gehabt. Es ist, und das ist unbestritten, Aufgabe der Hersteller, sichere Fahrzeuge zu bauen. Wir arbeiten bei Verbrennungsfahrzeugen sachlogisch mit schnell entzündlichen, hochentzündlichen Stoffen, nämlich insbesondere auch Kraftstoffen. Und wie man diese Sicherheit dann gewährleistet, das ist, wie gesagt, in erster Linie eine Herstellerfrage. Wir müssen das gesetzgeberisch einrahmen. Aber unbestimmt irgendwelche Stoffe zu verbieten, ist mit absoluter Sicherheit nicht der richtige Fall. Ich halte es auch für tatsächlich nicht wirklich angängig, zu überlegen, EU-Fristen zu verschieben. Ich will das kurz begründen. Wir reden hier eben auch sehr häufig und gerade als Umweltpolitiker über die Erreichung von Klimaschutzzielen. Die Frage des Einsatzes des neuen Kältemittels ist eben auch eine klimaschutzrelevante Fragestellung. Die Kollegin Nissen hatte eins richtigerweise dargestellt. Wir haben einen sogenannten GWP-Wert, der bezeichnet das klimawirksame Potenzial, bei R134a von 1430. Das neue Kältemittel R1234YF liegt bei einem Wert von 4, mithin also bei einem 360. Und ich halte es eben für nicht angängig, Klimaschutz gegen von Ihnen nur behauptete, nicht wirklich erwiesene Risiken auszuspielen. Das wäre ein verheerendes Zeichen, das gerade Umweltpolitiker hier setzen können. Und, meine Damen und Herren, wir unterhalten uns auch im Umweltbereich über die Frage, wie sieht Mobilität der Zukunft aus? Da geht es um die Frage mehr Nachhaltigkeit, da geht es auch um die Frage Elektromobilität. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir die technischen Machbarkeiten nicht vollkommen aus dem Auge verlieren. Die Wahrheit ist, dass Sie eine CO2-betriebene Klimaanlage mit etwa 10-fach höheren Drucken betreiben müssen, dass eine Klimaanlage CO2-getrieben wesentlich schwerer ist. Und auch das ist implizit aus Ihrem eigenen Vortrag, Herr Lenkert, deutlich geworden. Es gibt zwei Fahrzeuge, die damit angeboten werden sollen, eine Mercedes E-Klasse und eine Mercedes S-Klasse. Sie können heute aufgrund des viel größeren Aufwandes und der viel größeren Leistungsaufnahme einer CO2-getriebenen Klimaanlage eben eine solche Anlage nicht in Kleinfahrzeugen einbauen und in Fahrzeugen der unteren Mittelklasse.
Und Sie können eben eine solche Anlage auch nicht in Elektromobilen einbauen, weil die Leistungsaufnahme sozusagen für den Betrieb der Klimaanlage draufgegangen wäre und das Fahrzeug nicht mehr fahren würde. Deswegen, meine Damen und Herren, kann Ihrem Antrag, der nicht grundsätzlich unsinnig ist, aber in der Tonalität eben unangemessen ist, hier heute keine Zustimmung gegeben werden. Wir bitten Sie im Interesse auch der Bevölkerung, auch der Industrie, aber vor allen Dingen der Bevölkerung und des Klimaschutzes, dem Beschlussvorschlag des Ausschusses zu folgen und Ihren Antrag abzulehnen. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat der Kollege Lenkert das Wort.